Moment mal. Ach Quatsch. Ach, deswegen fahren da Züge hin. Ja, die hier ist klar, dass sie nicht importieren. Im Gegenteil, die lassen sich die Waren hier hinbringen und kutschieren die dann hier rüber zu den Einkaufszentren. Ey, ich hoffe ohne Will. Ah, was? Die Sägemühle. Jetzt will der hier wieder hin. Die haben immer noch keinen Strom, ey. Jupp, mach ich das halt so, auch nicht so schlimm. Was zum... Warum? Was ist hier los? Warum ist jetzt hier so ein Stau? Hier ist ja eine Autobahn, wenn die auch bloß halt einspurig ist in jede Richtung. Ist halt eine in beide Richtungen. Und die Fahne, hier ist ja fließender Verkehr auf der Autobahn. Warum staut sich das hier so? Ich gehe mal davon aus wegen der Kreuzung, aber... Verstehe ich um ehrlich zu sein nicht. Kann ich einmal ganz kurz Kreuzungen? Kreuzungen? Die müssen anhalten. So, fertig. Das wäre auf einer Autobahn eine Ampel, das wäre dämlich. Das wäre richtig dämlich. Aber ich mache das auf alle Fälle, dass die anhalten müssen, damit die hier Vorfahrt haben, damit die freies Geleit sozusagen bekommen. Fahrziel Waldstadion. Die haben hier nichts zu suchen. Warum fahren die denn hier rüber? Wenn der zum Waldstadion will, soll er hier hinten lang und soll dann hier abfahren. Und soll dann hier lang fahren oder so. Was man auch machen könnte. Warte mal, ganz kurz. Da ich ja hier keine Dings da mehr habe, kann man das ja jetzt machen, dass man hier eine sechsspurige Straße auch einfach hier rüberlegt. Zack. Damit die auch eine direkte Anbindung haben. Aber Moment. Das sind alles vierspurige Straßen, deswegen mache ich das auch zu einer vierspurigen Straße. So. Dann haben die hier auch eine direkte Anbindung zum Waldstadion von diesem Gebiet aus. Perfekt. Wieder ein Problem gelöst. Da, schon so viel gemacht heute. Was ist hier unten los? Da ist irgendwas nicht angebunden. Das ist wahrscheinlich die Hauptstraße. Das geht nach... Ach du... Grüne Neune. Moment. Zack. Das war nicht angebunden. Ist ja klar, dass das hier alles nicht so läuft, ne? So. Perfekt. Dann ist das auch angebunden, wenigstens. Gucken. Der. Genau, aus der Richtung konnten nämlich gar keine kommen. Jetzt aus. Ich muss noch ganz kurz. Der aus der Richtung können die. Okay, dann sollte das jetzt wieder klappen. Es läuft so langsam wieder, es läuft. Also langsam habe ich die Probleme hoffentlich im Griff. Das zeigt sich schon daran, dass hier jetzt so viel Stau ist. Ne, Forstwirtschaft, die wollen jetzt anscheinend wirklich da... Alter. Ne, also die fahren hier ruckzuck durch, ne, da kann man nichts gegen sagen. Und ich mache das mal, was ich da unten gemacht habe, mache ich mal hier auch, indem ich hier einfach Kreuzung und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ein Stoppschild und hier ein Stoppschild mache und nur die aus den beiden Richtungen durchfahren lasse. Die anderen müssen halt warten. Perfekt. Oh ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nice. Gut, der Stau zeigt mir, es läuft so langsam, obwohl die meisten tatsächlich ja gar nicht irgendwie hierhin wollen. Ich guck mal nochmal auf die Importe-Exporte. Hier wird importiert, hier wird viel importiert. Und hier müssen die Waren natürlich auch hin und die haben halt immer noch sehr wenig Waren. Und hier wird exportiert, ganz viel exportiert und die haben aber immer noch nicht alle einen Ankäufer sozusagen dafür gefunden, obwohl jetzt hier anscheinend tatsächlich die Züge schön abfahren. Aber 33% ist jetzt nicht sonderlich geil. Und es fahren immer noch verdammt viele dahin. Und es fahren sehr viele vor allen Dingen auch da raus, die halt einfach sich Güter hierhin importieren. Die dann dahin bringen. Das ist nicht gut. Ich würde das gerne als reinen Exportbahnhof machen. Was passiert, wenn ich das als reinen Exportbahnhof mache? Ich glaube, dann bricht meine Infrastruktur bei den... Ihr wisst schon,
Hier, ne, dann haben die noch weniger Waren und meine gesamte Gewerbeinfrastruktur wird einfach zusammenbrechen. Ich sehe das schon. Aber ich mache es trotzdem einmal. Oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht zu weit mache. Ort ist bereits belegt. Ernsthaft? Oh Gott, ich sehe so gut wie nichts. Ihr wahrscheinlich eh nicht. Ich mache wieder einmal ganz kurz mein Clarity-Ding raus auf keine, so damit ihr was sehen könnt und ich auch. Das soll ein reiner Export sein hier. Dann mache ich das einmal so und einmal so. Und Nahverkehr, zack. Oh, falsche Richtung auch noch. Zack. Zack und zack und zack. So. Export. Genau, das richtig hier. Und hier muss einmal sich das alles umdrehen. Ansonsten ist das am Ende noch ein Importbahnhof und das will ich nicht. Dann wird hier nur noch importiert. Nein. Es soll ja exportiert werden und deswegen. So. Jetzt ist es ein reiner Exportbahnhof, das heißt, sie können sich von dort aus nichts mehr importieren. Und jetzt wird's lustig, jetzt müssen die theoretisch auf die Bahnhöfe hier hinten umsteigen. Und eigentlich habe ich ja schon eine direkte Autobahnverbindung hier rangelegt, ne? Mal gucken, ob das so klappt. Und es sind halt immer noch null bediente Passagiere auf diesem Bahnhof. Was? Warum? Muss man da wirklich eine Linie ranlegen? Fahren überhaupt keine Intercities hier hin? Oh Mann, ey. Gut. Hier wird exportiert. Wobei, gerade hier nicht mal irgendwie LKWs hinfahren. Und die kommen hier immer noch raus, ne? Jetzt dürfte es allerdings langsam aus sein. Die dürften jetzt keine Importgüter mehr bekommen. Gleich. Alter, wie viel aber da auch importiert wurde, ne? Das ist ja ein dauerhafter Fluss. Alter. So, 40% wird jetzt exportiert, das ist gut. Es läuft, es läuft, es läuft. Export, der Import ist ja wieder gesunken um 400, das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Der Export ist, glaube ich, sogar noch ein kleines Stück weiter gestiegen. Was, Erzprodukte? Ja, das ist Import von Erzprodukten, okay. Und Import von Waren vor allem, die hierhin transportiert werden. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier vielleicht sogar einen Güterbahnhof direkt hier rein platzieren soll, weißt? Weil ihr seht, die wenigsten hier, Besitzer, blablabla, importiert Waren nach, die wenigsten werden von hier aus importiert und das finde ich so irgendwie komisch und doof. Die sollen ja hierüber importieren. Und ich habe ja schon versucht, möglichst direkte Anbindung zu legen. Stopp, ich habe was vergessen. Eine Sache habe ich natürlich noch nicht gemacht. Das, was vorher noch gefehlt hat. Und zwar, Bild ab, ich muss natürlich auch noch die Autobahn, die ich hier gelegt habe, unterirdisch, damit die hier auch hochkommen, anbinden. Das heißt, ich mache einmal hier. Zack und zack. Oh Gott, hier ist noch ein Gleisstück, was noch nicht entfernt wurde. Zack. So, dann haben wir hier nämlich eine Anbindung. Was ist da wieder? Wieder eine Buslinie, die irgendwie nicht angebunden ist. Okay. Sehe ich ein, dann ist das eben so. Zack, runter. Mal gucken, wo ich hier noch eine mache. Dann machen wir definitiv. Ich bin noch schon lange nicht mehr beim Abreißen. Ich will doch schon wieder bauen, mein Freund. Zack. Zack und zack. So. Dann haben wir da noch eine Auffahrt. Ich brauche allerdings auch noch eine nach links, deswegen mache ich die hier einfach. Zack. Das ist dann ja wirklich bloß
wirklich bloß zum Import, ne? Das heißt, die kommen vom Güterbahnhof und fahren da zu den Gewerben. Ich weiß nicht, ob die auch zurück müssen. Ich hoffe nicht. Sonst habe ich wieder ein Problem. Ich kann ja aber auch, eigentlich ist es ja nicht so schlimm, wenn ich hier neben Import ja auch halt wieder, dass sie halt auch dahin fahren können. Weil ich weiß halt wirklich nicht, ob die das überhaupt müssen. Aber da es eine zweispurige Straße ist, ist das ja nicht so schlimm. Deswegen kann ich das ja einfach machen. Ist ja nicht so wild. So, mal gucken. Das ist einmal so. Nein! Du Vollidiot! Das soll weg. Zack. Runter. Ist das jetzt runter? Ist das jetzt eine Tunneleinfahrt da, wenn ich das so mache? Hey, es ist eine Tunneleinfahrt. Zack. Dann haben wir da nämlich noch eine Abfahrt runter. So, dann brauchen wir hier aber noch eine. Bild ab. Dann machen wir hier nämlich auch noch eine Hochfahrt, eine Auffahrt sozusagen. Und machen hier natürlich auch noch eine runter auch. Wenn schon, denn schon. Dann wieder sehr nah beieinander die Kreuzung, bla bla. Aber ist ja nicht so wild. Bild runter. Ja, ist ja gut. Kreuzung im Verkehr, ich weiß. Zack. Ups. Zack. Ups. Funktioniert nicht. Was ist denn los hier? Zack. Eine Auffahrt. Und eine. Na komm schon. Abfahrt. Was jetzt natürlich wieder nicht funktionieren wird. Okay, das kann da unter schon mal lang gehen. Zack, und dann binde ich das halt einfach da an. So, dann haben wir eine Auffahrt, eine Abfahrt wieder. Und machen wir hier hinten auch noch eine. Und zwar zur anderen Seite. Jetzt haben wir natürlich das Problem hier, dass das sehr nah an beiden Seiten liegt. Ach, komm schon, Mann. Ah, eine Fummelei ist das wieder hier. Ich mach das hier einfach. So. Hä, warum nicht? Warum funktioniert das nicht? Bild runter. So. Zack. Bild runter. Hä? So und so. So. Auffahrt. Bild runter. Zack. Zack. Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub, das hackt, ey. Zack. So. Und? Warum nicht? Zack und zack. Machen wir es halt so. Meine Güte. Gut. Dann haben wir da Auffahrten. Und ich hoffe, die kriegen jetzt genug importiert. Eigentlich müsste jetzt halt... Alter. Ich muss mal ganz kurz... Die wollen da lang, über die auf Autobahn, dann dahin. Ist das euer Ernst? Das ist eine Autobahn, die für den Güterverkehr gedacht ist. Nicht zum Reisen! Ihr verstopft die ganze Autobahn. Verdammten Touristen, ey. Guck mal, das ist halt jetzt echt nicht geil, ne? Oha, jetzt wird hier aber ordentlich importiert, du. Jetzt sieht man hier auch schön... Oh. Oh. Das ist nicht gut. Ich bräuchte vielleicht doch eine Autobahn, die ein bisschen breiter ist als nur so eine Spur in eine Richtung. Hm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das Ding ist, dann brauche ich ja wieder zwei Autobahnen. Darauf habe ich auch keinen Bock. Ah! Ah! Vorschläge wie immer in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, die letzten Folgen. In den nächsten Folgen geht es dann weiter mit dem Autobahn- und Güterproblemen. Und bis dahin hoffe ich erstmal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht kommen dann auch demnächst irgendwann Zeppeline, wenn ich denn mal erstmal das Importproblem gelöst habe. Ich gucke nochmal ganz kurz zum Schluss hier. Yo, Gesamtimport ist definitiv, steigt gerade rasant an. Ohne Witz jetzt, der Gesamtimport steigt gerade rasant an. Auf 8500 von 6000 eben noch. Und der Export ist auf 8600 gestiegen. Das ist Hammer.
der Export ist tatsächlich jetzt verdammt gestiegen, obwohl die hier immer noch nicht genug Käufer haben anscheinend für ihre Produkte. Was mich irgendwie wundert, weil die haben jetzt hier zwei Güterbahnhöfe, über die die exportieren können. Dann sollen sie halt exportieren, ne? Warum machen sie es nicht? Was zum Henker? Was zum? Was ich immer noch nicht verstehe hier, ne? Ich gehe nochmal kurz auf Export-Import. Wie können die von hier aus verdammt nochmal noch Waren importieren? Hier können nur noch Züge abfahren. Als ob die so einen Vorrat gebunkert hatten in diesem Güterbahnhof, dass die immer noch von diesem Vorrat zehren können. Gott, Alter, da muss ja richtig viel importiert worden sein. Alter, schaut euch das an, wie viele Autos da rauskommen. Junge! Und die importieren halt alle, ne? Und die exportieren jetzt alle, und beziehungsweise wollen exportieren. Mal gucken, der Export wird bestimmt noch ansteigen. 8700, er steigt tatsächlich noch an. Bis dahin würde ich allerdings erstmal sagen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte auch in der nächsten Folge wieder ein. Das Erste, was ich mache, ist erstmal Clarity wieder rein, sonst vergesse ich das. Und, ja. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Aufnahmesession. Ciao!